Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir sind an der Gärtnerei. Wir haben ein paar Bällchen zu verkaufen. Ich würde sagen, das machen wir auch ganz schnell mal. So, der andere Kranz ist noch nicht fertig. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich stelle den aber mal. Einfach an der Fel am Feld 20 ab. Okay, der Kartoffel auch jetzt auf dem Rückweg. 66 nimmt auch stetig an Fläche ab hier. Also was noch geerntet werden muss. Das sieht gut aus, sind wir bei 31%. Na, er wird gleich Saatgut brauchen. Fertig wird er mit der Menge auf jeden Fall nicht, die er da hat. Aber ich denke mal, das wird jetzt gleich fertig werden hier. Ja, komm. Wir machen mal die grobe Aufgabe mit den Leihgeräten. Wir haben, da wird noch mehr reinkommen, weil wir sind ja gerade am Abernten. Gut, da muss ich wohl doch noch mal per Hand ran zum Schluss. So, 11 hatten wir gesagt. Der ist auch irgendwo bei der Kartoffels. Fünf Stunden sagt der Rohrer noch. Naja, mal schauen. Der beste Haferpreis denn auch hier unten? Reifeisen 610. 57 war ja fertig, ne? Jo. Das heißt, wir können ihm jetzt sagen, er soll zur Reifeisen fahren sollen.
Nee, das lassen wir ganz schnell sein. Das ist nämlich das falsche Gerät, wo du hin willst. Nö. Vollidiot. Fährt auch noch weiter. Ja, kriegen wir auch hin. Nicht reingekommen. Dankeschön. So, gib mir noch ein paar Runden mehr. Okay. Oh, hier ist auch wieder Abtrag angesagt. Nein, es ist auch noch Regenwetter angesagt. Na, herzlichen Dank. Na, ich hoffe, das kommt erst, wenn die Ernte durch ist. Na, kommt der Kollege Tonschuh hier auch mal abtanken jetzt oder was? Es kommt wieder der Falsche. Alter, was stimmt mit dir nicht, Junge? So, zack, ab zum Arbeitsamt. Spinner. Kennst du den Unterschied zwischen Kartoffeln und Rüben nicht, wa? Hier brauchen wir einen Kurs für Feld 11. Sei mal Vorgewende. Dann fangen wir auf dem Feld rein an. Wir wollen scharfe Ecken haben.
überspringen eine Reihe. Und dann darfst du am ersten Wegpunkt anfangen. Ja, fürs Nachgewende oder Vorgewende oder für die Bahnen außen drumherum wird da auf jeden Fall noch mal ein neues Saatgut gebrauchen. Hiervon kriegen wir auf jeden Fall gleich noch mal schön Geld, Moneten. Money, money. Je nachdem, was der Hafer da noch bringt, auf jeden Fall schon mal 53.000 fürs Arbeiten, fürs Machen. Ja, okay, 42.000. Ja, der sollte auch alles mitkriegen. Prozent hat er auch schon wieder erreicht. Der wird zum Glück nicht mehr allzu lange brauchen hier. Dann hat sich das Problem mit den zwei Abfahrern auch gelöst. Dass der eine immer zu dumm ist. Okay. Er muss auf jeden Fall gleich schon wieder weg von fahren. Ja. Der macht wie immer, das Kobalt funktioniert einfach einwandfrei, ne? Da kannst du einfach nichts sagen. Ja, hier auch.
Ne, haben wir gleich ein unterschiedliches gerade, ne? Aber hier können wir noch mal gucken. Der wird jetzt gleich losfahren. Da muss ich auch schauen, der hängt sich bestimmt wieder auf, beziehungsweise muss ich ihm ja beim Saatgut nachladen helfen. Da habe ich ja leider den Verkaufspunkt mit dem Triggerpunkt noch nicht ganz abgepasst mit der Maschine. Alle anderen passen, nur die nicht. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Ah, Drescher, fahr doch einfach weiter. Was soll mir denn der nochmal ankommen? Na komm, die letzten paar Meterchen hier. Da muss der LKW noch wegbringen fahren und sobald wir davon das Geld haben, können wir die Aufgabe abschließen. Und? Ja, komm. Betty. Oh, jetzt muss der nur noch dahin fahren. Dann ab zur Raiffeisen. So, dann würde ich mal sagen, ab dafür weg.
Da gucken wir gleich mal bei der Pfadberechnung. Ah ja, jetzt berechnet, okay, berechnet schon Fahrt. Ich dachte, der wäre nur zu faul, wieder hinzufahren. Ja, und nicht sein Kartoffelfreund. Geh nochmal zur Schule, rechne mal, lerne da mal rechnen. Ich im Pern drüber. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Haben wir gleich was zu tun. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Oder in der nächsten Folge, nächste Woche. Wie auch immer. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.